Ey Baby, hast du mal Bock auf einen richtig langen Nidalee-Speer aus meiner Nidalee-Leoparden-Skin-Boxer-Shorts? Nö, irgendwie nicht. Ja, so würde das aussehen. Das ergibt völlig neue Möglichkeiten für Pornos. Moin liebe Freunde, was geht ab und willkommen zu den Top 3 behindertsten Merchandise-Artikeln zu League of Legends. Ihr kennt das ja, zu jeder großen Sache gibt es heutzutage eigentlich Merchandise. Ob das jetzt zu Star Wars ist, oder auch zu League of Legends. Und um ehrlich zu sein, es gibt schon echt coole Sachen. Ich persönlich bin eigentlich wieder Besitzer von viel zu vielen Dingen davon. Dementsprechend gibt es heute die 3 meiner Meinung nach behindertsten League of Legends Fanartikel. Auf Platz Nummer 3 befindet sich ein Gamepad. Die meisten von uns werden wahrscheinlich so ein stinknormales Gamepad ihr eigen nennen. Aber einige findige Hersteller haben sich gedacht, da lässt sich bestimmt mehr rausholen. Viele von euch kennen sie wahrscheinlich schon aus dem Internet, diese sogenannten Boob-Gamepads. Wobei ich solche und solche Versionen vielleicht im gewissen Maße noch verstehen kann, habe ich diese Version im Internet von Jace gefunden, wo ich mir einfach nur denke, what the fuck is going on here? Ich meine ernsthaft, stellt euch vor, ihr bekommt Besuch und habt so ein Mousepad vor eurem Rechner liegen. Und solltet ihr doch einmal den besten Freund oder Papa vor dem PC haben, der euch technischen Support liefert, bitte tut euch selber den Gefallen und räumt dieses Mousepad auf jeden Fall vorher außerhalb der Sichtweite. Auf Platz Nummer 2 habe ich wahrscheinlich die stylischste Kopfbedeckung, seit es Kopfbedeckung gibt. Ich habe schon auf Events viele Leute mit Corki- oder Teemo-Hüten gesehen. Aber auf einer Internetseite wird jetzt diese Canon-Kappe quasi als Winterkopfbedeckung verkauft. Leute, mal ernsthaft, das würde ungefähr in der realen Welt so aussehen, wenn ihr damit herumlauft. Hey, yo, was geht, Bro? Ich habe mir übrigens die neue Shen-Kopfbedeckung von League of Legends gekauft. Ach übrigens, gebt mir all euer Geld oder es knallt. Ja, genau so würde das ablaufen und nicht anders. Und auf Platz Nummer 1 bilde ich mir wirklich was ein, das überhaupt gefunden zu haben. Denn das war so klar, dass jetzt der Kamera-Akku leer geht. Film ich halt mit der Legria weiter. Auf Platz Nummer 1, und ich bin wirklich froh, dass ich dieses Internet-Goldstück quasi gefunden habe, ist Unterwäsche. Ich meine, bei einigen Leuten kann Unterwäsche wahrscheinlich echt gut und sexy aussehen. Aber dieses Ding ist ein absolutes No-Go. Ich meine, what the fuck is going on here? Sowas sieht man ja nicht mal irgendwo im Alltag. Man rennt ja nicht in Unterwäsche über die Straße und sagt, ey, ich bin League of Legends Fan, ich bin cool. Sowas sieht man meistens zu 99,9% nur dann, wenn es zu sexuellen Handlungen kommt. Und stellt euch mal diese Situation vor. Ey Baby, hast du mal Bock auf einen richtig langen Nidalee-Speer aus meiner Nidalee-Leoparden-Skin-Boxer-Shorts? Nö, irgendwie nicht. Ja, so würde das aussehen. Das ergibt völlig neue Möglichkeiten für Pornos. Manchmal frage ich mich echt, warum? Einfach nur, warum? Und warum könnt ihr euch jetzt auch fragen, denn warum sind die Fakten jetzt schon vorbei? Aber, liebe Freunde, jetzt kommt noch was ganz Wichtiges. Jetzt liegt es nämlich an euch. Habt ihr coole Merchandise-Artikel oder Ideen für dieses Format? Schreibt es mir mal nach unten in die Kommentare. Ich freue mich auf eure Einsendungen und natürlich auch auf Folge 2, sollte es sie denn geben. Wenn ja, dann lasst mir nämlich einen Daumen da und abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Das zeigt mir nämlich, dass ihr mehr auf Bock habt. Dass ihr Bock auf mehr habt. Ich meine, dass ihr Bock auf mehr habt. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Haut da rein, euer Buddy und bis zum nächsten Mal. Ciao.